Ja, liebe Freunde der Seichenunterhaltung, hier ist wieder euer Raven Knight mit Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Also langsam habe ich das Gefühl, dass wir uns dem Ende des Falls nähern, was eigentlich schon lange angestrebt ist. Mal schauen. Sind Sie noch bei Sinnen? Sind Sie sich überhaupt bewusst, was Sie da sagen? Falls der Samurai sperrt nicht die Mordwaffe war, was denn bitte dann? Wie wurde Hammer getötet? Nun, Herr Wright, können Sie sagen, mit welcher Waffe der Mord an Hammer verübt wurde? Das kann ich Ihnen sagen. Eigentlich weiß ich, was es ist. Mal schauen. Würde ich so etwas sagen, wenn ich nicht wüsste, was die Mordwaffe ist? Ich fürchte mitunter erweist sich Ihre Zuversicht als unbegründet, Herr Wright. Nun gut, dann lassen Sie uns diese Mordwaffe sehen. Ja, möchte ich doch glatt tun. Mal schauen. Sehen Sie sich dieses Foto an. Was ist das? Nun, das ist Jack Hammer, der oben auf der Treppe steht. Ruhe, Ruhe! Wenn keine Ruhe einkehrt, wird die Verhandlung vertagt. Herr Wright, was hat das alles zu bedeuten? Dieses Foto wurde vor 5 Jahren aufgenommen. Da gab es einen schlimmen Unfall in den Global Studios. Das ist ein Foto von genau diesem Unfall. Kein Sterbenswörtchen davon kam an die Öffentlichkeit. Es war ein wohlbehütetes Geheimnis in den Studios. Was hat das denn mit dem aktuellen Fall zu tun? Herr Edgeworth, sehen Sie es denn immer noch nicht? Sehen Sie den gestürzten Mann auf dem Foto? Ein Zaunfall hat seine Brust durchbohrt. Was? Wollen Sie damit sagen? Ja. Was vor 5 Jahren passiert ist... Ja. Hat sich wieder ereignet. Ist erneut passiert. Ja. Herr Wright, fahren Sie fort. Es ist 14.30 Uhr am Tag des Mordes. V.D. Vasquez begegnet Jack Hammer vor dem Wohnwagenstudio 2. Dann hat sie es getan. Sie hat Herrn Hammer von der Treppe auf den Zaun gestoßen. Genau wie Herr Hammer es selbst vor 5 Jahren gemacht hat. Wobei ich nicht sagen kann, ob sie es absichtlich getan hat oder es ein Unfall war. Anders ausgedrückt, das Opfer Herr Hammer... Er ist gestorben, wie der andere Mann, dessen Tod er verursacht hat? Damals vor 5 Jahren? Genau so war's. Welch eine Ironie, nicht wahr? Hoho, wie einfallsreich, Herr Wright. Ein Mann wie Sie könnte ich als Drehbuchautor brauchen. Leugnen Sie, dass meine Darstellung stimmt? Herr Wright, nur mal angenommen, Hammer wäre tatsächlich bei dem Wohnwagen gestorben. Warum wurde die Leiche dann nicht dort gefunden, sondern in Studio 1? Und dann auch noch im Kostüm des bösen Richters. Behaupten Sie etwa, ich hätte die Leiche bis ins Studio 1 geschleppt und wäre zum Wohnwagen zurückgekehrt, um das alles in der 15-minütigen Pause, während ich die Leiche wegschaffen soll? Die Pause des Meetings dauerte 15 Minuten von 14.30 Uhr bis 14.45 Uhr. Hätte man Jack Hammer von der Treppe in den Tod stoßen und dann ins Studio 1 schleppen und in sein Kostüm stecken können? Dafür reichte die Zeit nicht. In der Tat. Nun, Herr Wright, wie hätte sie das mit der Leiche anstellen können? Sie fand einen anderen Weg. Und wenn sie eine andere Möglichkeit als ihre Arme hätte, die Leiche zu bewegen? Zum Beispiel? Was das betrifft, müsste sie das Verbrechen keinesfalls in 15 Minuten verüben. Und es gab eine Möglichkeit für sie, die Leiche zu transportieren. Interessant. Dann lassen Sie mal hören. Herr Wright, zeigen Sie uns bitte, wie sie die Leiche transportiert hat. Ja. Mit dem Van, ne? Würde ich mal sagen. Nimm das... Frau Vasquez, Sie schafften die Leiche zu Studio 1 und Sie benutzten dazu den Studio-Van. Ich mag es, wenn es funktioniert. Erinnern Sie sich an Ihre Aussage. Anschließend sollte eine Probe stattfinden, deswegen begaben wir uns zu Studio 1. Ich war müde, also bat ich Sam, mich zu fahren. Dort war ein Van, okay? Ich bat Sam, mich zu fahren. Sie benutzten den Van, um die Leiche zum Studio 1 zu schaffen. Noch bevor die anderen dort eintrafen, steckten sie ihn ins Kostüm des Richters. Moment mal, Wright. Vergessen Sie nicht, dass Salmonella den Van gefahren hat. Wollen Sie unterstellen, dass Salmonella Ihr Komplize war? Natürlich war er das. Natürlich muss Salmonella Ihr Komplize gewesen sein. Die Leiche musste in den Van gebracht und in das Kostüm gesteckt werden. Frau Vasquez hatte niemals alleine geschafft. Vergessen Sie auch nicht, dass Sie das Kostüm vom Steel Samurai loswerden mussten. Das war nötig, denn es war mit Herrn Hammers Blut bedeckt. Wahrscheinlich haben sie es in der Verbrennungsanlage verbrannt. Immer diese Verbrennungsanlage. Nun, Frau Vasquez, soll ich fortfahren? Nicht nötig. Sie sind gewiefter, als Sie aussehen, Herr Wright.
Ich habe verloren. Sie haben gewonnen. Hat Spaß gemacht. Ich habe gewonnen? Ist es das Ende? Cool. Edward sagt auch nichts mehr. Der Richter weiß auch nicht, was er sagen soll. Keiner sagt mir was. Und jetzt? Nun, was passiert als nächstes? Hey, lassen Sie die... Fragezeichen? Haben Sie denn gar nichts zu sagen? Was wollen Sie denn von mir hören? Hä? Ich habe verloren? Sowas in der Art? Habe ich doch gerade gesagt. Moment, Sie wollen also sagen... Die Vasquez, Sie waren es also? Sie haben Jack Hammer umgebracht? Dann glaube ich das nicht. So einfach? Wer weiß? Aha. Hä? Sind Sie sich sicher, dass ich es war? Herr Wright, wir sind mitten in einem geistigen Kräftemessen. Mit dem Ergebnis, dass Sie bewiesen haben, dass ich Hammer getötet haben könnte. Genau. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Das auch zu beweisen ist was ganz anderes. Ihnen fehlt der entscheidende Beweis, Herr Wright. Was? Ja, toll, es windet zwar sich nochmal rauszuwinden. Ruhe! Herr Edgeworth, was meinen Sie? Natürlich ist es so, wie die Zeugin sagt. Gewiss ist es sehr wahrscheinlich, dass sie es war, aber der Beweis fehlt. Edgeworth ist nicht sicher, ist sich nicht sicher. Nun? Ich bin heute als Zeugin hier erschienen. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, werde ich jetzt gehen. Au! Was mache ich jetzt? Wie wär's mit Sie waren es, Vasquez? Oder sagen Sie nochmal aus? Ich sag, Sie waren es. Frau Vasquez, Sie waren es. Das war keine Frage. Waren Sie es? Nein, Herr Wright. Ja, euer. Ich glaube nicht, dass diese Frage dem Gericht bei der Urteilsfindung geholfen hat. Ah, was mache ich jetzt? Ja, okay, war falsch. Versuchen wir es nochmal mit einer weiteren Aussage. Ich möchte, dass Sie nochmal aussagen. Nochmal aussagen? Man muss wissen, wenn man aufgeben muss, Herr Wright. Denken Sie darüber nach. Selbst wenn ich nochmal aussagen würde, wozu denn? Ich kann nur das sagen, was ich bereits zuvor gesagt habe, die Wahrheit, Herr Wright. Ich habe schon alles gesagt, was zu sagen ist. Was würde passieren, wenn ich das wiederhole? Sie würden dieselben Fragen stellen und dieselben Antworten bekommen. Reine Zeitverschwendung. Mist. So weit zu kommen, um dann noch zu versagen. Offenbar gibt es keine weiteren Fragen. Ich würde das Kreuzverhör der Zeugin Frau Vasquez gern beenden. Oh, Edgeworth. Edgeworth? Nun, Herr Edgeworth? Ich hatte gehofft, dass mir während des Einspruchs eine Frage einfällt, euer Ehren. Aber das war leider nicht der Fall. Verstehe. Nun gut. Oh, noch ein Einspruch? Euer Ehren, ich verlange, dass die Zeugin nochmal aussagt. Sie sind der Ankläger, nicht wahr? Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Ich bin doch Ihre Zeugin. Ich möchte einfach nochmal Ihre Aussage hören. Erscheint Ihnen das sinnvoll, euer Ehren? Ich glaube, dass es uns nichts bringt, die letzten 5 Minuten zu wiederholen. Herr Edgeworth. Auch ich sehe wenig Sinn darin, wenn Frau Vasquez noch alles nochmal wiederholt. Worüber genau sollte sie denn nochmal aussagen? Nun ja, in der Tat. Wahrlich, ich sage, folglich. Ich möchte hören, was passiert ist, nachdem die Leiche gefunden wurde. Nachdem die Leiche gefunden wurde? Nun gut. Die Zeugin wird vor dem Gericht in dieser Sache aussagen. Nick! Warum hat Edgeworth... Wer weiß. Wahrscheinlich hat er auch erkannt, dass sie es war. Aber... War es nicht er, der gesagt hat, dass er immer einen Schuldspruch erwirkt? Nach allem, was... Nun ja, vielleicht ist Edgeworth doch nicht so ein schlimmer Hund. Edgeworth. Ja, er scheint wohl doch nicht so schlimm zu sein, wie alle immer behaupten. Aber das wird man nur später noch rausfinden. Nach dem Fund der Leiche. Ich war mit Sal und Oldbeck, der Wachfrau, zusammen, als wir die Leiche fanden. Die Assistentin war auch da, nur Powers war nicht dabei. Ich rief sofort die Polizei, dann tauchte Powers auf. Die Wachfrau Oldbeck war sehr aufgebracht. Sie zeigte auf WP und schrie, er war's. Ich bat darum, mich aus den Ermittlungen rauszuhalten. Ich ging zum Wohnwagen zurück, um das Skript zu holen und die Regieanweisung zu holen. Dann ging ich nach Hause. Aha. Ich denke, diese Aussage hat nichts Neues hervorgebracht. Das denke ich auch. Und deswegen machen wir an dieser Stelle einen Schnitt und sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney wieder. Bis dahin sprach der Raven Knight nimmermehr.